Fernerkundungssensoren. Fernerkundungssensoren gibt es seit vielen Jahren. Sie erweitern unsere fünf Sinne und ermöglichen uns die Erfassung von Informationen, die jenseits unserer Wahrnehmung liegen. Das elektromagnetische Spektrum umfasst alle Wellenlängen elektromagnetischer Energie. Jedes Objekt hat seine eigene Wellenlängensignatur, Resonanz genannt, weil es bestimmte Frequenzen auf eine bestimmte Weise reflektiert, überträgt und absorbiert. Mit Fernerkennungssensoren messen wir diese unsichtbare, wellenlängenabhängige elektromagnetische Energie. Fernerkundung heißt Erfassen von Informationen durch Messungen aus der Ferne. Wir verwenden viele verschiedene Sensoren bei unterschiedlichen Wellenlängen. Einige Sensoren sind zum Beispiel auf grüne Wellenlängen angesetzt, andere auf Infrarotwellenlängen. Alle Fernerkundungssensoren lassen sich in zwei Gruppen zuordnen. Passive Sensoren, die abgestrahlte elektromagnetische Energie erfassen, und aktive Sensoren, die selbst elektromagnetische Energie senden und die Reflexion messen. Unser Körper ist mit vier Arten von passiven Sensoren ausgestattet. Unsere Augen sehen das reflektierte elektromagnetische Licht der Sonne. Unsere Ohren hören Klang, Schallwellen in der Luft. Unsere Nase riecht Düfte von chemischen Reaktionen. Unser Tastsinn fühlt einen Schmetterling oder die Wärme der Sonne. Wir haben sogar einen aktiven Sensor, die Stimme. Von dem Echo bekommen wir Informationen über die Entfernung des Objekts, das sie zurückwirft. Um den Unterschied zwischen aktiven und passiven Sensoren besser zu verstehen, denken Sie an eine Kamera mit Blitzlicht. Die Kamera wird zum aktiven Sensor, wenn der Fotograf einen Blitz verwendet, da dieser das Motiv beleuchtet und das zur Kamera zurückgeworfene Licht misst. Andererseits ist die Kamera ohne Blitz ein passiver Sensor. Sie stellt die Energie, die sie zur Erfassung eines Bildes braucht, nicht selbst zur Verfügung. In diesem Fall kommt diese von einem externen Emittenten wie der Sonne oder der Raumbeleuchtung.